Hallöchen meine Frumpels, Freunde und Kumpels und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ihr denkt euch bestimmt gerade, ach du Scheiße, was macht er denn da? Weil das Video, glaube ich, was ich jetzt noch nicht weiß, aber bestimmt viel, viel länger geht als meine anderen Videos. Und ja, ich dachte mir einfach so, ich finde das ultra toll, dass so einige Leute mich so verfolgen und immer kommentieren und das toll finden, was ich mache und so. Und dann habe ich mir auf jeden Fall so überlegt, wie kann ich das denn auch mal so ein bisschen zurückgeben? Und ich höre ja auch so oft, dass mir Leute gerne zuhören und so, was ich richtig lieb finde. Also das ist das größte Kompliment für mich, wenn mir das geschrieben wird. Und auch nicht nur in den Kommentaren, es wird mir auch mal so privat gesagt von Leuten oder so, die das auch gucken, Freunde und so. Und dann dachte ich mir, baller ich mal zu den Nicht-Upload-Zeiten. Ich denke mal, das wird jetzt hier an einem Sonntag erscheinen. Einfach mal ein viel, viel längeres Video raus. Zombie-Modus, ich meine, das geht lange. Ich werde das auch zum größten Teil das Gameplay an sich ungeschnitten lassen. Das Intro jetzt hier habe ich ein bisschen geschnitten. Weiß ich jetzt schon, dass ich das gemacht habe. Weil ich ein paar kleine Sprachpausen hatte. Die ja mal keiner mitkriegt. Und ja, nee, das ist einfach mal so als eine Art Dankeschön zu verstehen. Weil, falls ihr jetzt nichts zu tun habt auf dem Sonntag oder so, könnt ihr mir einfach zugucken oder zuhören. Ich laber ein bisschen. Mal gucken, über was ich laber. Ich habe jetzt null Themen. Es ist gerade um 3 Uhr nachts und meine süße, tolle Schwester heiratet tatsächlich heute. Und ich kann nicht schlafen und da ich Angst habe zu verschlafen, mache ich das jetzt einfach mal. Ja, dann werde ich jetzt auch ins Spiel reinjoinen und gucken, wie lange wir überleben, über was wir so sprechen können. Auf jeden Fall, wenn ihr Bock dazu habt, dann könnt ihr es ja anschauen und anhören. Chillen ein bisschen so. Wie ihr Lust habt. Ist mir auch eigentlich ganz egal, wenn das Video am Ende nur 5 Aufrufe kriegt oder so. Die richtigen, die ich damit anspreche, werden schon gucken. So. Jetzt habe ich hoffentlich alles gesagt, was ich sagen wollte. Und da das Video sowieso länger geht, laber ich jetzt auch gerade so lange schon im Intro, weil einfach mal so für zwischendurch mal habe ich mir überlegt, das mal zu machen. Gut, dann suche ich jetzt eine Runde, dann bis gleich im Spiel. Abonnieren ist kostenlos, wisst ihr ja schon und ja. So, das geht dann jetzt auch schon los. Ich bin übrigens absoluter Zombie-Modus-Noob. Ich habe mich auch für die Karte entschieden, weil ich ja halt einfach nur ein bisschen quatschen möchte und die Karte so ziemlich am einfachsten ist, finde ich. Und das ist auch die einzige Karte, wo ich auf Anhieb weiß, wie Pack-a-Punch geht. Und mal gucken, wenn ich jetzt, sagen wir mal, schon Runde 5 sterben sollte, dann mache ich natürlich nochmal einen Neuanfang, ne? Aber wenn wir jetzt das so bis Runde 20 schaffen oder so, dann wäre ich eigentlich schon ganz stolz auf mich. Und dann hätte ich das Video, denke ich mal, auch ordentlich gefüllt. Gehe ich jedenfalls mal von aus. Ich hoffe es. So, wegmessern da den alten. Und ja, ich habe das jetzt schon mal die ganze Woche so im Kopf gehabt, das mal zu machen. Und da ich ja gerade nicht schlafen kann, dachte ich mir, perfekt. Ich habe ja Zeit. Noch 5 Stunden oder so. Ich war übrigens, jetzt kann ich schon mal, siehst du, jetzt habe ich schon ein paar Themen zu erzählen. Wenn ihr das seht, war ich natürlich schon da. Aber jetzt in dem Moment, wo ich hier sitze, ich war noch nie auf einer Hochzeit in meinem ganzen Leben. Und ich habe absolut keine Ahnung, wie das ablaufen soll und wie das wird. Aber ich werde es schon überleben, denke ich. Bisschen hübsch anziehen, so habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Ja. Oh, geht das schon los? Die zweite Runde ist aber schnell. Das letzte Mal World War II gespielt. Zombies. Mal ausprobiert, mal angeguckt. Da war das nicht so fix. Oder es liegt daran, dass die Karte jetzt einfach klein ist. Ich glaube, das ist wohl eher der Fall. Siehst du, da ist schon fast alles versaut. Ach ja, hier ist am Spawn ja nicht. Quick Revive. Ja, ich versuche das jetzt durchgehend mit Text zu füllen. Durchgehend zu reden. Weil ich das nicht großartig schneiden werde, wie ich schon gesagt habe. Ich hole mir mal die Waffe hier. Black Ops 3 ist auch der einzige Zombie-Modus, den ich viel gespielt habe und auch erst bei Black Ops 3 angefangen habe, wegen Ahrensburg Alex. Den habe ich mal entdeckt. Der eine YouTuber, falls ihr den kennt. Und ja, der hat mir so die Lust daran geweckt. Ich bin jetzt einer, der zum Beispiel in Black Ops 2 absolut keine Erfahrung hat. Nie gespielt. Nur hier Black Ops 3. Deswegen bin ich ja auch schon Prestige 1 im Zombie-Modus, aber weitergelevelt habe ich das nicht. Hab denn auch irgendwann keine Lust mehr dran gehabt. Ich habe auch die
10 Multiplayer-Karten, die kamen auch. Habe ich gar nicht alle. Aber naja. Ich habe so die Standard von den DLCs, weil ich habe ja alle DLCs mir gekauft. Ja. Ne, wo war ich jetzt eigentlich? Ich war auf jeden Fall nie auf einer Hochzeit. Keine Ahnung, wie das abläuft. Aber wird schon. Ich glaube, das habe ich jetzt schon gesagt. Jetzt einfach nochmal zusammengefasst. Dann gibt's fett Kuchen essen und so ein Kram. Und fett grillen wird richtig nice. Mal gucken, wie es dann auch so ist, unter Besoffenen zu sein, weil ich ja keinen Alkohol mehr trinke. So absolut null, gar nicht. Und ich muss auch sagen, das ist geil. Im Sinne von, ihr seht das ja jetzt, die mich schon länger gucken, muss ich ehrlich sagen, ne? Ich war jetzt nicht süchtig oder so, nicht, dass das jetzt jemand denkt, aber ich habe schon mal ganz viel und ganz gerne und viel was getrunken, sage ich mal. Und jetzt so mache ich das so lange nicht mehr. Ich meine, ich will damit jetzt sagen, jetzt auch das mit den Videos und so. Läuft einfach alles, weil jetzt so am Wochenende habe ich Zeit dafür, habe ich keinen Kater und lieg rum und kotzt Klo voll. Ja, genau so, also kotzt kein Klo voll und alles. Jetzt kann ich mal ganz entspannt hier sitzen und aufnehmen. Für mich und für euch, weil mir macht das ja Spaß auch. Und ja, deswegen kommt das alles viel, viel regelmäßiger und besser, wie ich finde, und mehr. Und ich gebe mir viel, viel mehr Mühe. Finde ich jedenfalls, dass auch mit Bearbeiten technisch das ein bisschen besser geil, also ein bisschen besser läuft und schnitttechnisch auch. Ich habe mir das ja auch alles selber beigebracht. Mit ganz viel Lesen. Also, so die Nächte, wo ich nicht schlafen konnte, habe ich mich einfach belesen, wie man das am besten alles macht und beste Programm und beste Einstellung und ja. Deswegen, also da will ich jetzt darauf hinaus, dass ich da jetzt halt viel, viel mehr Energie reinstecke, genau. Jetzt habe ich ein Wort gefunden dafür. Weil ich nicht mehr am Rumkatern und Rumkotzen bin am Wochenende. Genau, jetzt habe ich das gesagt, was ich sagen wollte. Und das werde ich hier nicht überleben. Außer ich komme da hinten durch, dann werde ich es überleben. Ja, ich komme hier durch. Ich bräuchte mal Quick Revive. Da ist Quick Revive. Jetzt Revive, da kann ich nicht aussprechen. Doppelpunkte habe ich gar nicht ausgenutzt, oh Mann. Ich weiß, dass man Nuke eigentlich nicht nimmt wegen Punkte, aber die sollten mal lieber sterben. Ich habe keine Munition. Ich sage, ich bin Noob. Aber ich gehe mal hier an die Kiste ran. Jetzt müsste ja Hunderunde kommen. VMP, ja, die kann man nehmen. Online würde ich sie zwar so niemals spielen, aber ist ja hier nicht online. Würde mich auf jeden Fall auch echt mal interessieren, wenn am Ende so, wenn das wirklich jemand bis zum Ende guckt, kommt jetzt nicht eigentlich Hunderunde, hä? Der das denn auch in die Kommentare schreibt, dass das bis hierhin geschafft hat. Wie gesagt, das kann man sich mal zu Sonntags so gönnen, so ganz gechillt. Dachte ich mir, dass es dafür ist. Ein, als kleines Dankeschön. Halt für die Leute, die mir gerne zuhören. Oder meine Art und Weise feiern. Obwohl ich immer nicht weiß, warum er meine Art und Weise feiert, weil, ich weiß nicht, ich kenne mich ja nicht anders. Ich bin ja halt so. Da lege ich übrigens auch extrem viel Wert drauf, dass ich mich nicht verstelle. Also würdet ihr mich mal in real treffen so? Ich wäre exakt genauso, ich würde so ruhig reden oder so ein dummes Zeug manchmal reden. Und ja, ich bin halt so. Das war mir von Anfang an übelst wichtig. Ich kann mich mit diesen Leuten, die da die ganze Zeit in ihren Videos am Rumschreien sind, einfach nicht identifizieren. Jetzt muss ich hier hinten rein. Jetzt kann ich so langsam anfangen, Pack-a-Punch zu machen. Genau, jetzt muss ich das aktivieren und dann da hinten zu dem Startspawn hinlaufen. Das war schon mal falsch gegangen und ich komme hier nicht durch. Jetzt komme ich durch. Oh, schaffe ich das noch? Schaffe ich das noch? Schaffe ich das noch? Ja.
War aber scheiße, die Tür aufzumachen, weil mir fehlen jetzt voll die Punkte. Ich muss da hinten nochmal rein und da hinten nochmal rein und dann habe ich Pack-a-Punch aktiviert. Und dann kann man sich da hinten in dieses eine Haus, wo ich eben war, das aktiviert habe, oben reinkämpfen und einfach alle wegballern. Nee, also punktetechnisch habe ich das jetzt hier komplett versaut. Aber ist ja egal. Ich merke auch gerade, wie ich übelst müde werde, aber wenn ich jetzt schlafen würde, ich würde alles versauen. Das kann ich nie machen. Dann bin ich jetzt lieber den ganzen Tag ein bisschen müde, als meine Schwester jetzt zu verschlafen. Ich meine, das wäre das, glaube ich, das Schlimmste, was ich jemals machen könnte. Das möchte ich nicht. Das werde ich auch nicht. Ich hoffe, meine Elgato, also mein Aufnahmeprogramm, spinnt nicht wieder, weil manchmal kriselt das Bild und dann ist es übelst asynchron, die ganze Aufnahme. Das heißt, ich muss mir den ganzen Bums, den ich hier gerade laber, selber nochmal angucken. Was ich zwar sowieso immer mache bei meinen Videos, um die Qualität zu überprüfen, auch wenn ich die schon hochgeladen habe, weil mir das echt wichtig ist, ich will nicht irgendeinen Scheiß hochladen. Aber da gehen die ja auch nur maximal, wenn es hochkommt, 12 Minuten. Und wir sind jetzt schon bei 13. Ja, was ist denn eigentlich aktuell noch so in meinem Leben los? Meine Katze hat Montag Geburtstag. Meine kleine Mathilda, die wird 2. Richtig sweet. Ich schenke denen dann immer Katzenmilch zu besonderen Anlässen. Ja, weil, weiß ich nicht, ich finde das süß. Das muss halt so. Ich weiß ja nicht, ob ihr Tiere habt oder wie ihr mit euren Tieren umgeht, aber ich bin ein bisschen bekloppt und verrückt. Kann das sein, dass ich hier gerade die ganze Zeit sinnlos rumlaufe und den letzten Zombie nicht so finde? Ich laufe hier einfach Kreise und erzähle gerade irgendwie. Ja, zudem habe ich tatsächlich auch, das ist ja das Größte, was jetzt neuerdings passiert ist, ein Mädchen kennengelernt. Nach über einem Jahr, die mich mal wirklich interessiert. Ich kann mir auch vorstellen, dass die gewisse Madame das hier gerade sieht. Auf jeden Fall Grüße gehen an dich. Ich finde dich zuckersweet. Ich meine, besser kannst du es nicht haben, ein Mädchen zu haben, was zockt. Ist auf jeden Fall mit meinem Hobby, was ich hier betreibe, sehr kompatibel. Habe ich schon anders erlebt. Wurde sich denn drüber beschwert? Obwohl, wenn ich Besuch habe, nie spiele, beziehungsweise nie lange. Und wenn man nicht direkt, wenn man, wenn die Person rausgehen will oder so irgendwas machen will, dann mache ich immer sofort aus, so kein Ding. Aber das kommt davon, wenn man in Beziehungen nicht miteinander spricht. Wenn man immer fragt, ob alles in Ordnung ist und man immer nur ein Ja hört. Ich meine, wie willst du dich denn irgendwie anpassen oder ändern, wisst ihr? Das war eigentlich schon eine fiese Sache, aber naja, bin ich drüber weg, ist mir egal. Brauche ich nicht. Ist auch sowieso schon ein bisschen länger her, das Beispiel. Mein Kater ist gerade auf meinem Wäscheständer. Ich weiß nicht, warum er da immer drauf schläft, aber soll er machen, stört mich nicht. Sag mal, ist das hier eigentlich gerade ein Bug oder lauf, finde ich, den letzten Zombie nicht? Da, oh, da ist, jetzt ist endlich mal die Runde vorbei. Jetzt müsste doch Runde kommen, oder nicht? Wie lange war ich denn jetzt in dem fünften Dings da. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Das mache ich jetzt auch alles hier nebenbei. Energy Drink, den guten. Ach, ich liebe Energy Drink. Ich brauche das. Ich kriege mal wenigstens gleich noch Munition dazu. Und wenn mein Kater weiter darauf rumturnt, kippt das Ding gleich um. Alter, habe ich die nicht gelevelt? Oder warum habe ich hier keine Doppelmagazine drauf? Komm her, komm her. Ja, fein. Buffis. Tut mir voll leid um die Hunde, aber ist ja nur ein Spiel. Maximale Munition. So, wo gehe ich denn jetzt hin? Ich muss... Ich glaube, der Weg ist scheiße. Ich gehe mal hier hinten lang. Ja. Ich habe echt keine Ahnung, ob das überhaupt jemand so lange guckt. Aber freuen würde es mich auf jeden Fall. Und ich weiß ja bis jetzt auch noch nicht, wie lange das gehen wird. Das sagte ich aber alles schon.
Ja, was ist denn noch so aktuell gerade? Mein Kanal an sich ist zwar wieder so ein bisschen in Stillstand geraten, aber das, also ich hatte voll den Boom so, was Abonnenten angeht, also so ein Mini-Boom, ne? Also nichts Großes. Aber jetzt gerade nicht mehr so. Aber das hält mich ja trotzdem nicht davon ab, Videos zu machen. Ich gebe doch schon nie auf, deswegen, so wisst ihr. Immer schön weitermachen. Und ich freue mich über jeden Einzelnen, der das einfach mag. Mich freut das richtig, dass sich Leute darüber freuen, dass ich ein Video mache. Das ist einfach cool irgendwie. Das ist ein schönes Gefühl. Und auch wenn ich so klein bin, merke ich das jetzt schon, dass manche Leute, die das so gucken, die ich denn auch mal in echt treffe, das ist manchmal schon unangenehm, dass die im Prinzip so viel über mich wissen und ich über die nicht weiß, so wisst ihr? Nice. Ja, ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. Ja, ich will aber jetzt hier nicht alle töten. So, Juggernaut brauche ich noch. War das hier überhaupt richtig jetzt die Tür? Ja, da muss ich, glaube ich, rein. Sicher bin ich mir jetzt nicht. Schon so lange her, Zombie-Modus, ne? Also entschuldigt das. Ich meine, ich glaube, Level 20 werde ich nicht schaffen. Nee, ich habe noch nicht mal alle Aufsätze. Und ich hätte hier durchgemusst. Ich hätte gar nicht so viel Geld ausgeben brauchen. Oder, nee, das war, ja, hier durch und dann da durch. Und nicht, hä? Ja, hier nicht von der Seite. Das war nicht richtig. Hier ist schon die Dings. Dann habe ich Packer Punch auf jeden Fall aktiviert. Wenn ich es dahin schaffe. Was ich aber schon denke, dass ich das schaffe. Auf, der Weg jetzt zurück ist kürzer, ja. Ja, aber. Naja, Hauptsache die Türen sind schon mal auf. Jetzt könnte ich sie punchen. Aber ich werde mir jetzt erstmal Schritt für Schritt die ganzen, was ich eigentlich schon längst hätte machen sollen, die ganzen Tränke holen. Weil ohne Tränke geht ja hier gar nichts. Hier ist Doppelpunkte. Nice. Die englische Synchronisation im Zombie-Modus. Oh, was rede ich denn hier wieder so viel? Ist viel, viel geiler. Hier mit Double Points und Max Ammo. Hört sich geiler an. Hört sich eh alles geiler an. Auf Englisch. Ich werde aber die nächste Runde nicht überleben, wenn ich jetzt nur noch diese Pistole habe. Das ist mir aber, glaube ich, auch bewusst. Ich setze alles auf. Nee, scheiße. Doch, ich setze jetzt alles darauf, dass hier was Gutes drin ist. Shiva. Die hätte ich auch von der Wand nehmen können. Die ist online übelst geil. Ich mag die. Oh oh. Das wird jetzt scheiße. Ob ich das schaffe, das weiß ich nicht. Ich möchte das Video eigentlich noch gar nicht beenden. Ich wollte noch ein bisschen reden. Ich habe ja gesagt, ab Runde 5, wenn es da vorbei wäre, da würde ich es beenden. Ja, aber. Nee. Hatte ich jetzt eigentlich nicht vor. Ist übrigens das Mädchen, von was ich erzählt habe. Ich bin ja echt begeistert von der, ne? Das ist selten in meinem Leben. Sehr, sehr selten, dass ich mit jemandem an 3 Tagen auf 3 aufeinander voll. Nein, ich bin so dumm. Auf 3 aufeinanderfolgenden Tagen über 4 Stunden telefoniere. Eigentlich bin ich immer relativ schnell genervt vom Telefonieren. Aber mit der nicht. Nee, komm, aber sterben wäre doch noch blöd. Das liegt jetzt einfach an der Waffe, würde ich sagen. Ich bin tot. Ach Gott, nee, das ist jetzt ein bisschen scheiße. Ich weiß nicht, ich kann ja einfach mal voll uncut und ungeschnitten jetzt nochmal Zombie anfangen, wird dumm.
Ich werde jetzt uncut und ungeschnitten ein paar Live-Zockrunden dranhängen. Weil ich dazu noch Lust habe. Dann würde ich sagen, spiele ich jetzt noch 2, 3 Runden. Komplett uncut. Mal gucken, was passiert. Vielleicht spiele ich auch scheiße. Wer weiß, ich bin übelst müde. Kann sein, dass ich scheiße spiele. Und dann habe ich euch eigentlich, denke ich mal, auch schon genug voll gelabert, würde ich sagen. Ist auf jeden Fall eine schöne Idee gewesen. Und ich weiß nicht, ob ich überhaupt gerade die ganze Zeit gegen eine Wand rede und überhaupt noch jemand hier gerade zuhört. Würde mich aber immer so intervallmäßig mal interessieren. Vielleicht erwähne ich das ja noch ein paar Mal. Dann könnt ihr jetzt mal reinschreiben, ob ihr noch da seid und das hört. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Ich werde jetzt dann mal... Ach, ich schneide das hier nicht hier. Ich gehe jetzt schön ins Menü rein. Öffentliche Spiele, dann... Ich muss mal kurz gucken, ich habe ein... Dings. Hier, Grand Slammer, den habe ich noch nicht fertig, aber... Na, vielleicht kriegen wir jetzt noch 3 Siege rein, dann bin ich auf jeden Fall mal ein bisschen weiter. Wie ich schon bin. Auf jeden Fall sehr interessant. Nee, und wie ich gerade schon meinte, ich bin auf jeden Fall nicht genervt von der, das ist so neu in meinem Leben gerade. Ja, ja. Wird auf jeden Fall schon was werden. Ich bin zuversichtlich dafür, dass ich so lange alleine bin. Was habe ich denn hier so Schönes? Ich wurde ja auch schon oft mal gefragt, also ob ich mal Livestream oder so. Mein Internet ist leider dafür zu schlecht. Das kann man ja vielleicht nicht als Livestream-Ersatz sehen, aber so wäre es für dich, wenn ich Livestream würde, glaube ich. Ich habe noch nie live gestreamt, aber warum sollte das groß anders sein? Oh, ich habe Spieler gefunden. Sehr geil. Ich finde das gerade irgendwie... Für manch einen wird das jetzt bestimmt übelst faul. So, kein Bock. Aber ich schneide ja meine anderen Videos immer ganz viel. Das ist ja extra nur so ein extra Video gerade. Ich finde das gerade irgendwie voll geil. Einfach so quatschen, so gegen die Wand reden. Ich rede ja gerade quasi gegen die Wand, weil ich bin ja hier alleine. Aber so, dass ihr für euch so... Voll cool. Für die 1, 2... Ich kann mir bei einem vorstellen, aber ich möchte jetzt nicht den Namen sagen, weil wenn das nicht so wäre, wäre es mir jetzt peinlich. Aber bei einem kann ich mir vorstellen, dass er sich das anguckt. Der kommentiert immer ganz, ganz viel und jeden Tag hat sich über einen Doppel-Upload gefreut. Am Donnerstag. Und falls du das jetzt hörst, dann müsstest du direkt wissen, dass ich dich meine, oder wer gemeint ist. Bei dem könnte ich mir das vorstellen, dass er das guckt bis zum Ende, aber sonst, naja, mal sehen. Wissen tue ich das ja nicht. Und habe ich ja schon gesagt, ist mir nicht wichtig, wenn das jetzt auch nur 5 Klicks hat oder so, es ist einfach nur just for fun. Hier sieht man übrigens, dass ich ewig lange gesniped habe. Was spiele ich denn? Weevil, Dingo. Ich spiele die. Auf die habe ich jetzt am meisten Bock. Oh ja. Mal sehen. Jetzt war ganz entspannt. Vielleicht schaffe ich was, vielleicht schaffe ich auch nichts. Im Zombie-Modus so schnell gestorben bin, ist natürlich jetzt echt blöd, aber. Ja, ja, ja. Er spielt wieder, als ging es um alles. Auf der Welt. Ich weiß gar nicht, wie man so schnell hin und her dingsen kann. Guck mal, ich kann das nicht so schnell. Ah, wer weiß. Was ich falsch mache. Anscheinend alles, aber naja. Darum geht. Ich brauche das jetzt nicht, glaube ich, 1000 Mal wiederholen, dass es mir darum jetzt nicht geht, gut zu spielen. Das ist einfach jetzt egal. Bisschen quatschen. Um 6 frühs, wenn ich durchmache oder auch aufstehe, oh, Verbindung unterbrochen, gehe ich immer baden. Dann habe ich noch 2,5 Stunden Zeit. Das ist jetzt scheiße. Das zählt dann aber jetzt auch nicht als die Runde. So war das ja jetzt auch nicht geplant. Also jetzt nochmal 3 Runden drauf. Kann man halt vorher nicht wissen, dass das passiert, ne? So, heute ist dann auf jeden Fall die Hochzeit. Morgen werde ich für Mittwoch und Donnerstag Videos aufnehmen. Montag und Dienstag habe ich schon. Dann Sonntag ganz entspannt.
kommt ja denn die Madame. Und bis Mittwoch. Und dann mal schauen. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin happy, also zurzeit richtig gut drauf. War nicht immer so, aber ist jetzt öfter so. Sehr nice. Ja. Aufräumen muss ich den Samstag auch noch mit einplanen. Aber das schaffe ich schon. Ich habe ja schon angefangen. Ich bin nicht so der ordentlichste Mensch auf der Welt, muss ich sagen. Ich finde das persönlich eigentlich auch gar nicht so wichtig. Solange es nicht stinkt, ist mir alles egal und hier nichts wegschimmelt. Meine Katzen schlafen meistens also viel auf dem Boden, also, und die fühlen sich wohl, also kann es hier ja gar nicht so schlimm aussehen, wie ich mir mal einbilde. Ich sollte mal Staub wischen, vielleicht, ja. Aber was du heute kannst besorgen, das verschiebe stets auf übermorgen, ihr wisst Bescheid und kennt das. Naja, 27 Minuten sind wir schon dabei. Nice auf jeden Fall. Ich probiere nochmal die Waffe aus. Verlieren werden wir das garantiert, das Spiel, das spüre ich. Es ist auf jeden Fall eher selten, dass sich das nochmal ausgleicht. Und das verstehe ich an der Waffe immer nicht. Manchmal trifft die. Ich habe drauf geschossen, aber er ist nicht gestorben. Naja. Ich habe ich den Ripper habe ich. Oh, da habe ich gar nicht geguckt. Ich bezweifle gerade, dass ich überhaupt irgendwas Ordentliches hier reiße. Ich denke nicht, dass das so wird. Beijoin ist ja, wie gesagt, oder sage ich ja oft in meinen Videos, finde ich ja sehr, sehr schwierig. Wenn das Spiel schon Gange ist, die überall positioniert sind, so nach dem Motto. Ich komme immer ganz schwer rein beim Beijoin. Ja, den habe ich auch noch ein paar Kills machen. Ist ja ganz in Ordnung. Den habe ich auch noch. Da kommt noch einer. Die rushen mich hier raus, oder wie? Na, toll, dann kann man da von rechts noch. Habe ich nicht bekommen. Aber nicht schlimm. Wenn man schon den ganzen kompletten Tag wach ist, denn kann das gar nicht gut laufen. Ich krieg das hier alles ja nicht so richtig mit, was hier passiert. Voll weggedriftet auf jeden Fall. Alter, da hat er mir übelst Turn-on gegeben. Ah, ich drück mal zu schnell X leider. Hätte ich mir jetzt gerne angeguckt. Ah, es ist schon voll der Reflex so drinne. Direkt X drücken, gucke ich mir nie an. Drohne, das ist auch nett von den Gegnern. Richtig nice. Maschine zerstört, hat er gesagt. Alter, das Video wird so ewig lange hochladen. Allein schon. Mann, 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 du. Das mache ich denn Samstag vorm Schlafen gehen. Raushauen werde ich zu 16 Uhr, denke ich mal. Denn. Oh, da hat er mich geholt. 7 zu 6 steht's. Schlimm ist es nicht. Finde ich nicht schlimm. Ja. Die M8 ist schon nice. In Black Ops 4 kommt ja so eine Swordfish, also Schwertfischwaffe. Auf die bin ich ja sehr, sehr gespannt. Ich bin Burstwaffen geil. Das ist das Einzige. Gibt es zwar jetzt, aber bei World War II, das hat mir gefehlt. Aber ich wusste eh, das ist historisch ja eigentlich nicht korrekt, wenn man die Burstwaffe sucht von Call of Duty World War II, die es da jetzt gibt, dann Scheiße. Findet man nicht mal Bilder zu der. Aber ich habe auf jeden Fall keine Bilder gefunden, also echte Bilder. Oh, wie habe ich den denn bekommen? Aber anhand dieses Videos jetzt hier eigentlich so ungeschnitten, kann man ja eigentlich ungefähr erkennen, wie viel ich eigentlich schon mache an Bearbeitung.
bei meinen Videos. Ich meine, man sieht's ja, wenn's geschnitten ist. Die Schnitte sieht man. Aber ich meine, die Rohaufnahme, Turn-on gegeben. Na, Turn-on war es jetzt nicht so direkt. Ich wurde ja nicht angeschossen. Ich habe eine Drohne. Oh, aber wir kriegen einen Sieg. Nee, nicht challengen. Schade, da kam er mir noch hinterhergelaufen. War ich gerade kurz ruhig, weil ein bisschen konzentriert bin ich ja denn doch, ne? Ich meine, die Leute, die bis hierhin gekommen sind, die es mir jetzt auch mal wieder sagen können. Gerne. Sollen ja auch ein bisschen was fürs Auge haben. Außer natürlich, ihr habt gerade Augen zu. Dann bin ich still. Red hier komplett in einem durch. Alle Sprachfehler mit inbegriffen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sich darüber überhaupt irgendjemand freut. Schön wäre es auf jeden Fall. Schön langes Video. Das längste, was ich hier gemacht habe. Na, quasi eigentlich nicht. Ich sitze ja hier schon mal immer ein gutes Stündchen. Hat sich verlängert von einer halben zu einer Stunde. Weil ein bisschen mehr Mühe gebe ich mir jetzt schon. Ich schneide ja auch meistens jetzt auch immer drei, vier Spiele rein, anstatt nur noch zwei direkt. Naja, will ja schon mal ein bisschen meine Qualität steigern. Also es hat, oder mir mehr Mühe geben. Mit Qualität an sich hat das ja nichts zu tun. Stimmt ja, mit längeren Videos hat man ja nicht automatisch bessere Qualität. Ja. Aber Hauptsache, wir kriegen einen Sieg rein und Hauptsache, ich hole die Kriegsmaschinen einfach mal weg. Der ärgert sich gerade bestimmt richtig dolle. Aber naja. So ist das Spiel, ne? Einer gewinnt und einer verliert. Oder man sagt wieder in Grundschule einfach erster Sieger, zweiter Sieger. Das wäre so witzig, wenn das da stehen würde immer. Erster Sieger, zweiter Sieger. Schade, aber wir haben den Sieg. Brauche ich jetzt gar nicht mehr X drücken. Nice auf jeden Fall. Wieder ein kleines Stück weiter. Ich weiß aber persönlich gar nicht mehr, das ist so lange her, was man mit der Kiste eigentlich kriegt. Aber ich weiß, dass man garantiert eine Waffe bekommt. Es könnte auch sein, dass man mehr Waffen bekommt. Ich weiß es echt nicht mehr. Ein Kater guckt mich gerade richtig doof an. Ja, es tut mir leid, dass ich um die Zeit jetzt noch so viel spreche hier. Schlafen können wir nachher noch. Oder heute Abend. Ja, ich denke mal eher heute Abend. Und ja, falls das jetzt jemand leicht rausgehört hat, ja, ich rauche jetzt zwischendurch. Ich rauche nämlich ziemlich viel leider. Und nach jeder Runde, die fertig ist, auch beim Aufnehmen, rauche ich immer. Weil mich das beruhigt. Weil Call of Duty nimmt einen emotional übelst mit. Also mich jedenfalls. 35 Minuten haben wir schon geschafft. Und ja, zwei Runden noch und dann. Für alle guten Dinge sind drei und drei ist übrigens auch meine Lieblingszahl. Ich weiß nicht warum. Ich mag die Zahl, die ist in der Schule in Noten immer. Ich finde, mit der 3 macht man nichts falsch. Ist nicht perfekt, aber auch nicht schlecht. Ist genau die Mitte. Also von den Zahlen her nicht die Mitte, aber so vom Wert her, finde ich. Zumal eine 4 ja auch bestanden ist, wenn du eine Prüfung hast oder so. Ja. 4 ist eigentlich, also in dem Fall liegt die Karte, wäre besser, eine positive. Oh, ich muss mal kurz gehen. Sieht sehr schick aus, das Emblem. Eine positive Note eigentlich. Also ich bin eh der Meinung, dass man sich alles im Leben schönreden kann. Guck mal, ich habe so eine schlechte KD eigentlich, aber es geht ja nicht nach der KD. Das Einzige, was richtig schlecht ist bei mir, ist Punkte pro Minute. Die kriege ich aber nach so vielen Kills nicht mehr ausgeglichen. Ich kriege auch die KD nicht mehr ausgeglichen. Das Profil hatte ursprünglich mal ein Kumpel von mir gehört. Das hieß mal Dauercamper 11. Und dann habe ich auf dem Profil in Black Ops 3 die erste Waffe gezogen und da war es mein Profil. Und der ist eigentlich PlayStation-Spieler und war auf Xbox nicht so gut. Also
Ist jetzt keine dumme Ausrede, das ist wirklich so. Und ja, deswegen habe ich denn, der hat das 3-4 Prestige-Lang oder so, glaube ich, sogar gespielt. Bis ich das übernommen habe, weil ich das haben wollte. Jetzt kann mein eigentlich anderes eigentliches Profil, können jetzt alle mitspielen. Ah, da weiß ich gar nicht mehr meine Stats. Können wir mal kurz gucken, wie spät das ist? Jo, 3:32 Uhr. Leute sind noch on. Guck mal, die eine guckt auch mal meine Videos. Jo. 3:42 Uhr. Dennoch 2 Stunden gehe ich Bahn. Nice auf jeden Fall. Ich spiele auf dieser Karte mal die hier. Die habe ich Bock drauf. Die Weevil, die gute. Da habe ich mich verschluckt. Ich habe gerade auf die Karte geschaut und nicht auf das, was vor mir kommt. Ei, ei. Reaktionszeiten gleich null. Gameplay-technisch absolut schlecht. Den habe ich. Ich verstehe nicht, warum so viele Leute nur auf die VMP abfahren. Ich persönlich mag die VMP gar nicht. Kann mit der nicht spielen. Die ist übelst gut und die Cooler ist auch übelst gut, finde ich. Die brauchen wenigstens. Also die töten ziemlich schnell. Nicht, die brauchen wenigstens. Ich wollte gerade sagen, die brauchen keinen Griff, aber ich glaube, ich habe auf der Weevil habe ich jetzt auch einen Griff drauf. Bin ich mir gar nicht sicher. Ich kann ja mal gucken, ist ja egal. Nee, da habe ich kein. Ach doch, oder doch? Nee, schnell ziehen. Ich habe es jetzt nicht erkannt. Ist auch egal. Oh, beide. Den oben rechts habe ich gesehen. Den nehme ich noch mit. Oh, nein, 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 nein. Als ob ich die kriege. Das ist ja die übelst geilste Szene. Und die wird wahrscheinlich so gut wie niemand sehen. Meine Nase juckt. Oh. Schade, weil ich jetzt übelst aggressiv reingelaufen bin. Nice auf jeden Fall gewesen. Ne? Also beschweren kann ich mich da sehr, sehr wenig. Ich will dieses eher weniger nicht sagen, weil das ja so viele sagen. Ich bin so anti-Mainstream, wisst ihr? Ich mache immer erst oder mag erst Sachen, wenn die kein anderer mehr mag. Was ja im Grunde genommen das eigentlich auch. Nee, das ist mir jetzt zu tiefgründig. Tiefgründiges Denken. Ich rede jetzt gar nicht weiter darüber. Ich wollte gerade sagen, das ist ja im Grunde genommen auch Mainstream, wenn man einfach das mag, was andere nicht mögen, weil es gibt ja auch Leute, die genauso sind wie ich. Aber ist egal. Ist egal, ich denke da jetzt nicht weiter drüber nach. Alter, hat mich weggerippt. Nee, nee, das war schon die beste Szene, die ich heute noch reißen werde. Ist so. In meinem 40-minütigen Video. Krass auf jeden Fall. Manch einer lädt sowas tagtäglich hoch. Zum Beispiel Gronkh oder so, ne? Den ich ja ganz hier gucke. Ich liebe den. Ich wollte sowieso mal so ein Video machen. Welche YouTuber ich so gucke oder abonniere. Abonniert habe, meine ich. Schon bunter Mix von den Themen her oder beziehungsweise vom Genre. Call of Duty YouTuber fast gar nicht. Ahrensburg Alex, John Rage, jetzt habe ich auch wieder Visca Barca, also Barca den Kanal. Der spielt ja wieder Call of Duty. Wieder abonniert tatsächlich und Haptic. Marcel Scorpion gucke ich jetzt ab und zu auch mal wieder. Aber Montana Black zum Beispiel gar nicht mehr, obwohl ich den übelst mag, aber ich mag Fortnite einfach nicht. Ich hate den deswegen jetzt aber auch nicht, ne? Muss man ja nicht, er kann ja spielen, was er will. Aber ich kann mir dazu denn auch angucken, was ich will. Wenn jeder so denken würde, dann würde es keine dämlichen Kommentare mehr geben. Auf jeden Fall wird diese Runde jetzt auch wieder ein Sieg. Alter, I believe I can fly oder was? Oh, ich habe die Drohne gedrückt, obwohl ich Konterdrohne habe.
Ob die Kont obwohl die Konterdrohne haben, so rum. Weevil ist nice. Kannst du sagen, was du willst. Hä, wo ist denn der hin? Ja. Schließe ich gar nicht mehr. Jetzt verliere ich langsam. Nein, ich hätte die alle jetzt geholt, hätte der mich nicht weggerippt. Jetzt gehen mir langsam die Themen hier aus, obwohl ich mir nicht mal Themen überlegt habe. Aber da sieht man mal wieder, dass ich eigentlich übelst gerne rede. Das ist schon immer so. Man hat ja immer gesagt, also heute darf man sowas ja nicht mehr sagen, ist ja frauenfeindlich, aber ist es eigentlich nicht. Ich bin absolut lieb, was sowas angeht. Ich habe noch nie jemanden geschlagen oder so, wo ich schon Geschichten von anderen gehört habe, ey. Absolut ehrenlos. Aber man sagt ja immer, ein Mann ein Wort, eine Frau ein Wörterbuch. Und bei mir ist es auf jeden Fall das Wörterbuch. Ich rede gerne. Übelst gerne und übelst lange und übelst viel. Danke. Ach, da kam noch einer. Habe ich auch nicht gesehen. Können wir mal campen? Nee, ich kann nicht campen. Es geht. Nee, das ist einfach nicht mein Ding. Oh, hätte ich den jetzt gekriegt, das wäre nice gekommen. Und auch ein bisschen schade und traurig, weil es die meisten, wie gesagt, nicht gesehen hätten. Aber ob ihr noch dran bleibt oder nicht, das werde ich. Oder dran seid oder nicht, das werde ich am Ende noch einmal sagen. Jetzt nicht mehr die ganze Zeit zwischendurch. Mein Kopf juckt. Ah. Danke. Weevil ist geil. Ich glaube, ich nehme die mal auf. Oder ich nehme die mal bei einem Live-Video. Ich bock zu. Sowieso wieder ein bisschen in Black Ops waren, wegen auch Black Ops 4, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin absolut gehypt und freue mich übelst. Das ist aber irgendwie. Das habe ich jetzt irgendwie auch schon 100.000 Mal gesagt. Wer alle Videos von mir gucken, müsste das auf jeden Fall wissen, dass ich das schon so oft gesagt habe. Ich werde einfach mal in der letzten Runde den Countdown mitzählen. 99 ist schon. Dann muss ich mir nämlich wahrscheinlich gar nicht alles angucken. Dann sehe ich nämlich, jetzt kann die Runde auch, ja, dann sehe ich nämlich, ob das synchron ist oder nicht. Und wenn das dann am Ende nicht synchron ist beim Schneiden, dann muss ich die Stelle suchen, die gebuggt hat, und die muss ich dann rausschneiden. Das Einzige, was ich ja schneiden wollte, ist das Intro, weil ich wusste nicht so ganz, wie ich das Video anfangen sollte und habe da ein paar Sprachpausen auf jeden Fall drin. Wir sind bei 45 Minuten. Ich bin trotzdem Platz 1, lol. 23,15, voll schlecht. Für mich ist eine Runde erst gut über 20 Kills und unter 5 Tode. Denn finde ich die Runde geil. Aber unter 10 Tode geht auch. Dann musst du aber schon 30 Kills schaffen. Dann ist auch in Ordnung. So denke ich mir das. Dann ist für mich eine Runde gut geworden. Jo. Werde ich jetzt noch eine rauchen? Ich sag das jetzt einfach mal ganz ungehemmt. Und dann das eine Runde spielen und dann ist das Video auch endlich mal vorbei. Also nicht endlich im Sinne von, ich habe keinen Bock mehr, sondern für die Leute, die das wirklich gucken. Tatsächlich. 45 Minuten Video, ey. Ich weiß auch nicht, da werden sich bestimmt ein paar Leute am Kopf fassen und die denken, was ist mit ihm jetzt nicht richtig, Alter. Aber naja. Habe ich jetzt auf jeden Fall durchgezogen. So eine Art Video, aber mit besserem Gameplay oder so, könnte man ja mal zum nächsten, wenn ich mal irgendwann 300 Abonnenten oder irgendwann mal 500 habe, da würde ich eigentlich nur ein Special raushauen. Das könnte man mal so als Abo-Special machen. Einfach mal am Stück 6-7 Runden spielen und gucken, wie es läuft, aber mit Anstrengen und natürlich versuchen, gut zu spielen und jetzt nicht so Larifari und nebenbei, so wie ich jetzt hier gerade, mit hier Lobbys rausschneiden und so. Einfach mal so ein längeres Video machen. Wäre eigentlich meine Idee. Könnte man mal tun, aber mal sehen. Wenn ich überhaupt mal jemals so viele Abonnenten schaffe. Weiß ich ja nicht.
Schön wär's, aber es hat alles seine Zeit. Ich hab das nicht eilig. Und Zahlen sind ja irgendwie nichts wert. Die Kommentare und das Feedback, was ich bekomme, das ist ja am meisten wert. Finde ich. Habe ich sowieso mal ein bisschen Schiss so vor, muss ich sagen. Oh, kann ich jetzt alles nicht rausschneiden? Jetzt muss ich das ja zu Ende erzählen. Wenn ich mal so übelst viele Abonnenten haben sollte, dass ich denn aus Versehen mal die, die wirklich immer da waren, so überlese, weil ich will die ja immer antworten, so. Ich antworte ja auf meine Kommentare immer. Weil ich kriege ja noch sehr überschaulich und wenige Kommentare. Das ist ja easy. Aber das sind so meine Sorgen, so. Würde ich voll blöd finden, wenn einer schon von Anfang an dabei ist, so. Und den dann mal aus Versehen ignorieren, so. Also ich persönlich würde mich dann blöd fühlen. Weil man kennt sich ja dann schon, also. Wenn man so viel sich so lange kennt. Ich spiele jetzt übrigens die Cooler. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt einfach mal ohne nachzudenken genommen. Die ist geil, die Waffe. Ja. Aber das wird schon. Ich glaube, das sind unnötige Sorgen, die ich hier gerade habe. Komm her, komm her, komm her. Ja, fein. Kommt alle zu mir. Blutrünstig. Perfekt. Drohne. Oh. Die hat die Drohne zerstört. Brauche ich gar nicht auf Geist gehen, aber ist mir egal, Mann. Hauptsache hier 11-6 und wir gewinnen die Runde. Aber es kann sich noch alles drehen, habe ich alles schon erlebt. Ja. Da ballert der Bengel einfach mal random so ein 50-Minuten-Video raus. Ich glaub es ja nicht, ey. Das nochmal erleben darf, du. Richtig krank. War da mal quasi bei so einem Zocker-Session dabei. Alter, hätte ich den jetzt gekriegt. Den Clip hätte ich gespeichert, ne? Kann man ja hier, wenn man Doppel-Guide drückt und direkt X, dann kann man ja hier ein. Ach, das weiß doch, glaube ich, jeder. Ich weiß aber nicht, wie es bei PlayStation ist. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, wie es bei Xbox ist. Alter, ja, der weiß schon, was er tut, glaube ich. Wo laufe ich denn hier lang? Schade. Oh, ich krieg langsam Rückenschmerzen hier. Keine Lehne oder so. Ich sitze ja immer auf meiner Couch rum. Laptop auf den Tisch und alles aufnehmen. Voll easy. Wenn es vielleicht nicht die beste Qualität ist, aber für mich ist es optimal, mit Headset aufzunehmen. Da, jetzt ist der Clip gespeichert. Keine Ahnung, warum ich das jetzt gemacht habe. Alter, da habe ich aber auch ganz fast bekommen. Naja, ich bin übelst müde, ne? Bin gar nicht mehr so richtig bei der Sache. Meine Fresse tut schon weh vom ganzen Labern gerade. Aber es liegt auch eher daran, dass ich gerade nicht so viel trinke. Und wie man sieht, kann sich der KVK, ne? Alles so Waffen, die ich niemals kriegen werde. Die sieht so nice aus mit der Tarnung. Der spielt die nicht mal mit Schaft. Und die ist so übelst gut, ey. Ich möchte auch so eine guten Waffen haben. Ich werde die niemals ziehen in dem Spiel. Nie im Leben. Hä, ist hier nicht. Ich sehe doch die ganze Zeit irgendwas Blaues neben mir, hä? Bin ich dumm? Ich höre die Vögel zwitschern. Jetzt habe ich dich endlich mal. Der hat die Sten, geil! Nein! Oh, ich hätte. Oh, jetzt reg ich mich doch auf. Ich hätte mit der echt gern geschossen. Ich hätte die gerne mal ausprobiert. Aber egal. Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ich. Jetzt bin ich wirklich sprachlos, also. Jetzt habe ich so viel erzählt. Nice.
Ja. Ich spiele übrigens auch relativ wenig für das, was ich eigentlich tue als Hobby. So, jetzt am Stück so viel durchspielen, dass nicht mal so lange spiele. Ich mache immer mal Pause zwischendurch. Schade. Aber wenigstens noch eine Drohne für mein Team. Ah, die wird ja eh gleich gegeiert, haben wir ja schon gesehen. Unsichtbar und rennen. Hätte ich nicht so früh drücken dürfen. Schade. Nee, das werden wir dann wohl anscheinend doch noch verlieren. Das sieht nicht gut aus für uns. Ich habe vergessen, den Timer abzuzählen, ne? Wie soll ich denn das jetzt... Hey, wie mache ich denn das jetzt am blödsten? Ich glaube, ich weiß, wie ich das mache. Brauche also eine Stelle, die ich mir merken kann, um zu gucken, ob es denn halt synchron ist. Ich mache das am Ende, wenn ich es jetzt nicht vergesse. Ich weiß schon, ich glaube, ich weiß schon ungefähr, wie ich das mache. Danke. Noch eine Drohne. Die kommt von da. Die kommt von beiden Seiten gerade. Schade. Naja, dann verlieren wir das halt. Man kann nicht jedes Spiel gewinnen. Das ist nun mal so. Aber ich glaube, Hintergrundbeat oder so wird dieses Video nicht haben. Ich kann ja nicht. Ich kann nicht rechnen, sorry, aber ich kann ja nicht 100.000 Mal hintereinander ein und dasselbe Lied abspielen. Da wird man doch wahnsinnig. Ich glaube, ich lasse das einfach so. Ich glaube, das ist verständlich, oder? Schade, ich habe gedacht, er sieht mich nicht. Gleich vorbei. 93, da bin ich geboren. Ah, jetzt hier schon 94 Punkte. Der eine Shotgunner regt den auch. Ach, der regt mir auch nicht auf. Soll er doch spielen, wie er will. 97. So kann ich mir das auch merken. 98. 99. 100. Cool. So kriege ich das denn am Ende eventuell synchron. Ja, dann würde ich jetzt das Video echt an der Stelle beenden. Wir sind jetzt bei 55 Minuten angekommen. Also steht hier gerade bei der Aufnahme, wenn ich den Anfang schneide, dann vielleicht ein bisschen weniger. Wenn sich das wirklich jemand bis hier angeguckt hat, dann lasst es mich auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Das würde mich mal richtig interessieren, ob das wirklich einer durchgehalten hat, mir so lange beim Reden zuzuhören. Ja. Denn übrigens nochmal Dankeschön an alle, die mich unterstützen und mir positives Feedback geben oder auch konstruktive Kritik geben. Auf jeden Fall sehr, sehr nett und toll und es macht mir Spaß und ich werde nicht aufhören, damit Videos zu machen, weil ich habe mein Hobby auf jeden Fall gefunden. Richtig nice und auch von jedem einzelnen von euch richtig nice. Gut, dann lasst es euch gut gehen. Ich werde gleich baden gehen in 2 Stunden und ja. Ich werde das vielleicht jetzt doch schon anfangen hochzuladen und dann, ja, gucken. Dann lasst es euch gut gehen. Wir hören uns in den nächsten Videos hoffentlich und tschüss.